bin jetzt seit 6 Jahren hier dabei, seit 2018, habe meine Ausbildung auch hier gemacht. Dann eben kam es zum Umbau und dann hat eben der Chef gefragt, wie es denn aussieht, ob ich ans Tiefkühl gehen würde. Da habe ich halt gesagt, ja, ich schnupper mal rein. Ja, jetzt habe ich Gefallen dran gefunden und will die Abteilung gar nicht mehr hergeben. Nee, also auch wenn ich jetzt halt Ware habe, die wir so nicht haben, dann bekomme ich die oder kann ich selber entscheiden, ob ich die bestellen will oder nicht. Da habe ich dann hier vorne so eine Aktionstruhe und da kommt das Zeug dann alles rein. Spezielleres haben wir jetzt das Buchberghof-Eis. Das kommt bei uns hier aus der Region. Also von Aperol Spritz bis Nutella ist da alles mit dabei. Ich gehe dann eher nach dem Dings, ob die Artikel jetzt halt laufen oder nicht. Wenn sie neu sind und ich sehe es, dann bestelle ich sie auf jeden Fall. Schau dann, wie ist der Abverkauf, wie viel verkaufe ich, wie oft muss ich bestellen. Und da entscheide ich dann, behalte ich es oder nehme ich es raus. Also jetzt vorm Umbau, da waren das noch so uralte Truhen, die hatten keine Fenster an den Seiten, waren weiß. Ja, jetzt haben wir die schönen Truhen, wo das meiste aus Glas ist, wo man schön reinschauen kann. Also auch meine Kollegen sagen immer, hier ist es so kalt, aber ich finde es hier tatsächlich angenehm zum Arbeiten. Mein absolutes Lieblingsprodukt, also aktuell Nutella-Eis. Alles, was neu ist, muss probiert werden. Das ist meistens nett. Muss einfach.